Leute aus der Asi, aus dem Asi-Viertel. Agierende Menschen werden viel Rap. Das sieht geil aus. Vorletzter Drehtag. Ich kann schon gar nicht mehr mitzählen, so viele Drehtage waren es. Ich denke, wir sind jetzt am Oberpleiser Gummiplatz und wir drehen unsere Szene mit allen Rappern. Wir haben im Hintergrund haben wir ein paar Jungs, wie man das schon hier sieht. Und die haben sich bereit erklärt, im Video mitzumachen. Und ja, mal gucken, wie es dann wird. Ich denke mal, wir haben alles aufgebaut, Kränchen klein. Und der Jobok wird da schon was Gutes machen. Da kommt der Bepper, deswegen sollten wir jetzt einfach mal beenden, sonst hat er auch noch was zu sagen und dir will keiner zuhören. Und danke, dass du mich gefilmt hast, Kölle. Danke, ne? Pass auf, Kölle, Wer hat das denn hier alles organisiert? Ich? Vielleicht? Ich wollte nochmal sagen, ich finde es echt nett, dass ich das hier alles organisiert habe mit den ganzen Jungs. Ne? Und der Flash hat mir auch ein bisschen dabei geholfen. Aber ansonsten... Ach, hi, Maurice! So, Entschuldigung! Der hat dann Leute auch angerufen, den Bescheid gesagt, weil der kennt die auch zu. Aber macht Spaß schon mal. Ne? Also die haben ja top mitgemacht, ne, im Hintergrund. Es stört uns nicht, wenn wir hier weiterhin Fußball spielen. Aber das ist so die Location, wo wir einfach mal rübergehen und rappen. Ganz, ganz selbstverständlich, ganz natürlich. Wie fast jeden Tag. Ne? Ich hab jetzt meine Szene. Bounce zu dem Shit, bounce, bounce zu dem Shit und tanz, tanz mit TO zu dem Shit. Ey, bounce zu dem Shit, was West Oberpreis. Ey, Junge, krasser. Haters gonna hate me, cause I'm famous, bitch. I just wanna live on the hate side of life. Bam! Hate side of life. Und dann mal gucken, ob wir vielleicht mit einem Rund fahren. Ein Nuss ist ja drunter. Ey, ich kann doch die Nüsse vom Boden wieder aufheben und die benutzen. Nein, du musst so richtig Asi ankommen. Guck mal, ey, du hast hier noch eine. Doppelte Zeitlupe. Wir sollten einfach Videos gar nicht mehr planen, wir gehen einfach planlos. Das ist halt die langjährige Erfahrung. Ja, natürlich. Das ist ja ein Geben und Nehmen, was ich mache. Das, er macht das. Ja, das ich mache weniger, er macht mehr. Ja, und deswegen ist die Waage immer unausgeglichen. Aber nur so. Egal, wie man sie dreht. Ich mache gar nichts. Grundsätzlich nicht. Also das ist ja auch angenehm. Ne? Ich komme hier hin, kann rappen, muss nichts machen. So. Einfach, ne? Meinst du, wenn der Bepper in die Kamera geht, dann gehen wir ja eigentlich. Das war mal Artefakt Generation bei einer. Wenn der Bepper ja, okay. Oh!
ja, wie? Man kann bei ihm vorbeikommen, aber er ist nicht da. Ich glaube, er hat ja den Drehplan geschrieben, ne? Also nochmal danke an Toni. Und ich glaube, er hat mit Absicht keine Location draufgeschrieben, damit wir extra anrufen müssen und er dann seinen geilen Witz bringen kann, dass wir bei ihm zu Hause nur seinen Opa treffen und sonst keinen. Und mit dem will man sich nicht anlegen. Wird das Ganze aufwerten. Die nicht zu machen wäre fatal. Steht auch so im Drehplan. Du filmst mich oder was? Ich mach bald Zahnpasta-Werbung. Kannst du mir jetzt so ein Ding drauf animieren? Warte. Ja. Also ich sag dazu jetzt nicht. Ich meine, der Toni wusste das, ne? Guck, ja, das hat er sich auch bewusst gedacht. Zeig mal die Pferde. Jo, langsam. Laufen wir mal. Jo. Bereit. Also jetzt gerade. Aber ich würde da, glaube ich, sogar mal wieder aufhängen einfach. Ach ja, ich muss der einen halten noch. Okay, das ist nicht kacke, wenn ich das mal raus. Das hier ist der neue Style, der Sachen kombiniert, die nicht zueinander gehören. Und auf einmal kommt der und dann. Kein anderer!